Lord Aberdeen, es ist unser Wunsch, dass Sie als Zeichen unserer Anerkennung und Dankbarkeit als Ritter des Bathordens eingesetzt werden und Ihnen das Großkreuz des Bathordens verliehen werde. Du sollst Gott ehren. Du sollst deine Königin beschirmen, du sollst die Armen, Witwen und Waisen beschützen und keine Unterdrückung zulassen. Lord Aberdeen, ich schlage Sie hiermit zum Ritter. Ich möchte mit Lord Melbourne, Lord Palmerston und Lord Russell unverzüglich eine Besprechung abhalten. Ein neuer Ritter des Bathordens hat eben gelobt, Arme zu beschützen und keine Unterdrückung zuzulassen. Ich frage meine Minister, ob dies nur Worte sind oder ob dieser Schwur in meinem Reich auch gehalten wird. Es ist ein mittelalterlicher Orden, Majestät. Und es ist nicht immer möglich... Es muss aber von nun an möglich sein. So einfach ist das nicht, Majestät. Kann ich in meinem Reiche nicht befehlen? Majestät sollten sich mit solchen Dingen nicht quälen. Dazu sind wir ja da. Ich will mich aber damit quälen. Wollen Sie leugnen, dass die Kinder der Armen mehr als 13 Stunden in den Fabriken arbeiten müssen? Wollen Sie leugnen, dass Hilflosigkeit, Verzweiflung, Hunger, Bedrückung in England keine leeren Worte sind? Wollen Sie leugnen, dass... Woher haben Majestät diese Informationen? Ich bitte um Beantwortung meiner Fragen. Majestät, um Hunger zu stillen, um Ordnung zu halten, haben wir ja unser Parlament. Dann wünsche ich, dass umgehend Gesetze geschaffen werden, die das Los der Armen erträglicher machen. Hören Sie, ich wünsche es. Oder ich will nicht länger Königin sein. Was hat die Königin? Die Kinderkrankheit aller Könige. Weltverbesserungswahn. Ich habe sie so noch nie gesehen. Das geht vorüber. Trotzdem hat sie recht. Es ist an der Zeit, an Reformen zu denken. Und dann, die Königin müsste heiraten. Ich bin ja auch normalerweise kein Hausdiener. Was sind Sie denn? Ich bin deutscher Student. Ich bin heute Abend mit dem Schiff angekommen. Sie sind ein Gast? Ja. Und da wagen Sie es, in mein Zimmer zu kommen? Verzeihung, Sie haben mich gebeten, einzuhalten. Bitte gehen Sie sofort.